Das hier soll das Atomkraftwerk mit dem leistungsstärksten Reaktor in Frankreich werden. Es steht in Flamanville an der Küste der Normandie und war geplant als Vorzeigeprojekt der französischen Atomwirtschaft. Der besonders effiziente Evolutionary Power Reactor sollte eine neue Ära der modernen Atomtechnologie einläuten. Doch daraus wurde nichts. Mit dem Baubeginn in 2007 plante die größte französische Elektrizitätsgesellschaft den Betriebsstart für 2012. Doch unzählige Verzögerungen später ist das Projekt bis heute nicht fertiggestellt. Die Projektkosten sind von anfangs 3,4 Milliarden Euro auf heute 19,1 Milliarden Euro gestiegen, um mehr als das Fünffache. Dabei wurde mit dem neuen Kernkraftwerk günstiger Atomstrom versprochen. Stattdessen steht das Debakel symbolisch für die Probleme der französischen Atomwirtschaft, die sich durch massive Staatshilfen am Leben hält. Der französische Rechnungshof schätzt die Kosten für den Zeitraum von 2014 bis 2030 auf 100 Milliarden Euro, um die Technik der älteren Atomkraftwerke zu sanieren. Ende 2021 wurden 4 der 56 Kernreaktoren in Frankreich wegen Sicherheitsmängeln abgestellt. Ein Anteil von mehr als 70% Atomstrom in Frankreich hat allerdings den Vorteil, dass dort die durchschnittlichen CO2-Emissionen pro Kilowattstunde Strom besonders gering sind. In Deutschland, wo der Atomausstieg fast vollendet ist, liegen die Emissionen im Vergleich deutlich höher. Die EU-Kommission hat nun vorgeschlagen, dass Atomkraft eine Übergangslösung für die Energiewende sein kann. Sie möchte Investitionen in die nukleare Energie und auch in Erdgaskraftwerke als nachhaltig taxieren und fördern. Aber lohnt es sich überhaupt noch, in Atomkraft zu investieren? Erstmals seit Jahrzehnten werden wir wieder mit dem Bau von Atomkraftwerken in unserem Land beginnen und weiterhin die erneuerbaren Energien ausbauen. Laut Präsident Emmanuel Macron soll die Atomkraft in Frankreich weiterhin eine dominierende Rolle spielen. So sollen die von der EU vorgegebenen Klimaziele erreicht und die Energieversorgung unabhängiger vom Weltmarkt werden. Mit dem Atomausstieg geht Deutschland hingegen einen anderen Weg. Die Skepsis gegenüber Kernenergie ist größer als in Frankreich. Die Nutzung der Kernenergie ist nicht nachhaltig, um das sehr klar zu sagen, und sie ist auch wirtschaftlich nicht sinnvoll. Sie hören immer die Berichte über ausfallende Kernkraftwerke, gar nicht wegen Sicherheitsproblemen, sondern weil sie aus verschiedensten Gründen nicht liefern können. Und deshalb ist das ein teurer Weg, bei dem viele Dinge noch ungeklärt sind, zum Beispiel die Entsorgungsfrage und unverändert die Sicherheitsfrage. Der Sicherheitsstandard bei AKWs, der ist sehr, sehr hoch. Das Problem ist, man hat immer noch ein Restrisiko. Bei 100% Sicherheit wird man nie erreichen. Und die Auswirkungen, die Folgen bei diesem Restrisiko, wenn doch irgendetwas passiert, das haben wir bei Tschernobyl und bei Fukushima gesehen. Das ist eine Technologie, die können wir nicht beherrschen zu 100%, und die Folgen bei einem Unfall sind halt zu hoch. Umweltorganisationen warnen davor, dass der entstandene Atommüll aus dem Betrieb der Kraftwerke die Umgebung radioaktiv belasten kann. Die Frage, wo genau die hochradioaktiven Brennelemente nach ihrer Nutzung gelagert werden sollen, ist bis heute ungelöst. Selbst in der Atomenergienation Frankreich wird der Müll nur in Zwischenlagern deponiert. Ein potenzielles Endlager ist in dem kleinen Ort Bühr geplant. Doch dort treffen die Pläne auf massive Ablehnung der Bevölkerung. Und das zeigt auch diese Problematik. Also wenn ein Land sich der Atomenergie verschreibt, dann muss es doch auch Lösungen für sozusagen das, was letztendlich als Abfall dort entsteht, auch generieren oder konstruieren können. Und das ist zurzeit nicht passiert. Und das schiebt man immer weiter hinaus, weil es eben keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Auch in Deutschland ist noch kein Endlager gefunden worden. Bisher lagern die hochradioaktiven Abfälle in dezentralen Lagern in der Nähe abgestellter Atomkraftwerke und zusätzlich in zwei zentralen Zwischenlagern in Gorleben und Ahaus. Bis 2031 muss die Bundesgesellschaft für Endlagerung ein geologisch geeignetes Endlager finden. Dort soll der Atommüll ab 2050 für 1 Million Jahre von der Biosphäre getrennt lagern. Trotz dieser Sicherheitsbedenken gehört Atomkraft zu den klimafreundlicheren Formen der Energieerzeugung. Auch deshalb kommt die Technologie bei einigen Ländern in der EU als geeignete Übergangslösung zur Erreichung der Klimaziele in Frage. Um die eigene Atomkraft zu modernisieren, will Frankreich nicht nur in neue Reaktoren investieren, sondern gleichzeitig alte Reaktoren abstellen.
Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien hat sich das Land dazu verpflichtet, den Atomstromanteil bis 2035 auf 50% zu senken. Man sollte jetzt nicht alle Länder verpflichten, aus der Atomenergie auszusteigen. Die Länder haben ihre eigenen Ziele. Jetzt kommt die CO2-Problematik von der anderen Seite dazu. Aber eine nachhaltige Energieversorgung basiert nicht auf Atomenergie. Dass es jetzt noch als Zwischenlösung nötig ist, das will ich den einzelnen Ländern nicht absprechen. Das ist auch sehr kompliziert, jetzt da einen Switch zu machen. Aber Deutschland wird es ohne Atomenergie schaffen und das kann nachher als Beispiel oder als Vorreitermodell auch genommen werden. Weil in Deutschland der Atomausstieg fast vollendet ist und auch der Kohleausstieg möglichst bis 2030 erreicht werden soll, droht eine Stromlücke. Die Ampelkoalition setzt deshalb auf Erdgas als Brückentechnologie, bis die Erneuerbaren so weit ausgebaut sind, dass Dunkelflauten weniger problematisch werden. Dazu müssen laut Experten weitere Gaskraftwerke gebaut werden, die später auch mit grünem Wasserstoff betrieben werden können. Da auch Erdgas nicht klimaneutral verbrannt werden kann, fordern Pro-Atomkraftverbände, den Atomausstieg auszusetzen, um die Klimaziele erreichen zu können. Oder wie in Frankreich, sogar in den Bau moderner Atomkraftwerke zu investieren. So könnten erneuerbare Energien CO2-arm ergänzt werden. Atomkraftwerke sind regelbar bis zu einem bestimmten Level, aber eine Abschaltung eines AKWs und das Wiederanfahren dauert mehrere Stunden bis Tage. Heute haben wir auch schon die Situation, dass wir enorme Mengen an Windenergie und Solarenergie abregeln müssen, wegwerfen, weil die Atomkraftwerke und die Braunkohlekraftwerke zu inflexibel sind. Das heißt, wir brauchen mehr Flexibilität im System, wir müssen mehr auf Gas bauen und das Gas muss jetzt schrittweise in Richtung erneuerbaren Gas und Wasserstoff sozusagen konvertiert werden. Dann haben wir ein flexibles System, das durch die Digitalisierung und durch künstliche Intelligenz beherrschbar ist. Im Vergleich zu anderen Technologien sind die sogenannten Stromgestehungskosten von Atomkraft überdurchschnittlich hoch. Sie beschreiben die Gesamtkosten im geplanten Lebenszyklus der Anlage auf eine Stromeinheit gerechnet. Während sich der Kostentrend von Atomkraft leicht erhöht und auch Gas weiterhin teuer bleibt, sinken die Kosten für erneuerbare Energien immer weiter. In den nächsten Jahrzehnten wird sich dieser Trend für die Erneuerbaren weiter fortsetzen. Allein aus Kostengründen ist Atomkraft also kein Ersatz für erneuerbare Energie. Kernkraft und Gas als grün oder als nachhaltig klassifizieren, um sich da irgendwelche Schubladen offen zu halten oder Wege offen zu halten. Das sollte man nicht machen. Man sollte, wenn, dann einen konsequenten Weg in Richtung Erneuerbare gehen. Weil alles, was als Alternative jetzt aufgebaut wird, kostet viel Geld. Das wird uns bei den Erneuerbaren dann wieder fehlen. Und letztendlich müssen das dann wieder die Stromkunden bezahlen. Mit der neuen Taxonomie würde die EU-Kommission Investitionen nun weniger gezielt in erneuerbare Energien, sondern einen Teil davon auch in Atom- und Gaskraftwerke lenken. Ob so die EU-weite Klimaneutralität bis 2050 erreicht werden kann, bleibt offen. Zentrales Handeln muss sein, die Erneuerbaren weiter ausbauen, konsequent weiter ausbauen. Dann natürlich die Infrastruktur, die zugehörige, weiter auszubauen, also die Stromnetze. Die IT muss weiter ausgebaut werden, weil gerade diese volatilen erneuerbaren Energien haben eine sehr fluktuierende oder eine sehr agile Einspeisecharakteristik und da hilft natürlich die IT und da helfen künstliche Intelligenzansätze. Da sind wir schon sehr, sehr weit im Labor und das müssen wir jetzt auf die Straße bringen. Also diesen Weg müssen wir einfach weitergehen und uns nicht ablenken lassen durch diese Diskussionen und durch diese Schwenks, die gerade gemacht werden.